Recht herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des NBB Tech Geflüsters. Ja. Und ja, heute mit einigen aufregenden Themen, die noch nie da gewesen sind. Never ever. Brandneu. Tatsächlich kein AMD heute, sondern wir wollten uns mal mit Smartphones beschäftigen, beziehungsweise mit einem ganz speziellen, was letzte Woche rausgekommen ist. Und das ist das Huawei Mate 40 Pro. Mhm. Huawei ist natürlich so eine Geschichte, denn wir müssen im Hintergrund immer beachten, dass die USA natürlich Sanktionen gegenüber China verhängt haben und die dann eben auch Huawei betreffen. Und ja, das Huawei Mate 40 Pro kommt wieder ohne Google-Dienste daher. Offiziell ohne Google-Dienste. Offiziell ohne Google-Dienste. Ihr könnt da natürlich nachhelfen, wenn ihr da sehr technisch affin seid, sage ich jetzt mal. Oder auch minder technisch affin. Es ist jetzt nicht so schwierig, aber der Otto-Normalverbraucher und die Otto-Normalverbraucherin wird damit schon Probleme haben. Aber wir wollen uns jetzt erstmal das Handy angucken, denn das Mate 40 Pro ist schon ein technischer Benchmark. Ja, die Dinger sind wirklich immer halt, die pushen das, was ein aktuelles Smartphone... Ein Android-Smartphone kann schon wirklich, also hardware-technisch ans Limit. Es ist halt dann immer so schade, dass sie halt softwareseitig so begrenzt sind, weil das eigentlich fantastische Oberklasse-Handys sind und wahrscheinlich auch immer die besten Android-Handys. Mit einem großen Aber dann. Mm. Aber die Software. Also unter den besten Android-Handys auf jeden Fall. Was es eben jetzt so hervorhebt, ist zum einen mal der Prozessor. Mhm. Ist wahrscheinlich auch einer der letzten seiner Art, eben durch die Sanktionen. Fürs Erste, denke ich. Ja, denn es ist ein 5-Nanometer-Chip, ähnlich wie jetzt auch der A14 Bionic im iPhone, also einer der ersten in diesem Fertigungsprozess, in diesem sehr kleinen, der dann eben nochmal effizienter ist. Und was er eben nochmal besonders macht, um jetzt mal in die technischen Spezifikationen ein bisschen reinzugehen, die ARM-Architektur hat halt meistens so ein Big-Little-Prinzip. Du hast halt quasi vier Kerne, meistens sind es 8 Kerne, muss man dazu sagen, meistens sind es 4 Kerne, die eher effiziente Aufgaben übernehmen, die haben dann nicht so viel Takt und sind auch ein bisschen sparsamer, wie gesagt. Aber dann gibt es eben auch noch 4 Hochleistungskerne, so im Normalfall. Jetzt beim Mate 40 Pro kommt ein Big-Middle-Little-Prinzip zum Einsatz. Das heißt, du hast noch eine Zwischenschicht, also 3 Kategorien. Ja, du hast tatsächlich die normalen 4 Effizienzkerne, die so WhatsApp und was auch immer machen, wenn du gerade, wenn du es drauf hast, natürlich auf deinem Handy. Oder Telegram oder Signal. Genau. Ja, musst du dir natürlich dann irgendwie besorgen. Gibt es teilweise auch schon in der App-Gallery, muss man dazu sagen, von Huawei, da kommen wir gleich noch dazu. Aber die machen dann eben so diese Aufgaben. Dann hast du aber noch hast du diesmal 3 Hochleistungskerne tatsächlich. Und dann hast du aber noch einen Überhochleistungskern. Der taktet halt wirklich extrem hoch für so einen ARM-Chip mit über 3, irgendwas Gigahertz. Es ist auf jeden Fall extrem beeindruckend. Das ist wohl derzeit, der heißt übrigens Kirin 9000, der Chip. It's over 9000. Ich habe den Gag nicht kommen sehen. Nee, hast du überhaupt nicht kommen sehen. Der ist komplett aus dem Nichts entstanden. Auf jeden Fall, der Kirin 9000 ist derzeit wohl der schnellste Android-Chip. So. Ja. Also der schlägt auch derzeit alles, was Qualcomm so zu bieten hat. Eigentlich so der Marktführer bei ARM bzw. Android, bei mobilen Chips, richtig. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig krasses Gerät. Jetzt ist die Frage, wie lang wird es diese Smartphones überhaupt noch geben in dieser Form? Denn durch die Restriktionen, eben die USA und die Sanktionen, die die USA gegenüber China verhängt haben und auch gegenüber Huawei, wird es wahrscheinlich so kommen, dass Huawei dann nicht mehr mit Chips beliefert werden darf, beziehungsweise amerikanische Firmen dürfen nur noch über Umwege mit Huawei Geschäfte machen. Und diese ganzen Chips basieren natürlich auf amerikanischem intellektuellen Eigentum, wie man so schön sagt. Da hat China eben die letzten Jahre nicht so wirklich die internationalen Regeln respektiert, könnte man schon sagen, was das intellektuelle Eigentum angeht und das Patentrecht vor allem vieler Unternehmen und haben da teilweise schon sehr viele Sachen kopiert, die andere Unternehmen sich vorher ausgedacht und eben auch patentiert hatten. Mhm. Dementsprechend kann man die USA da irgendwo verstehen, denn deren ganzes System ist auch irgendwo auf dem Patentrecht mit aufgebaut. Amerika ist aufgebaut aufs Patentrecht, wenn China, ich glaube, das ist nicht mal unbedingt grundsätzlich immer so ein Clown-Gedankengut, sondern eher, die haben halt einfach dieses, jede Idee ist quasi offenes Gemeingut. Wenn du eine Idee hast und ich kann die besser machen, dann ist es okay, das ist nicht schlecht, das ist vielleicht in deren Kultur einfach so drin. Das hat sich über die Jahrtausende auch irgendwo anders ein bisschen entwickelt. Ist ja an sich auch eine schöne Sache, dass du eine Idee nicht wirklich für dich nur beanspruchen kannst, sondern wenn du sie halt mal rausgibst, gehört sie halt auch irgendwo der Allgemeinheit. Ist eine andere Herangehensweise, die chinesische Kultur, Jahrtausende alt und auch nicht nur eine Kultur, sondern über mehrere.
Aber natürlich es ist halt, es ist halt weniger, glaube ich, diebisches, also ich klaue mir jetzt was von anderen, sondern wirklich eher ein anderer Ansatz zu Ideen oder zu Erfindungen, so, dass es nicht einfach einem gehört und das war's und du darfst sie nie anfassen, wobei sondern eher allen. Wobei man dem Patentrecht eben auch zugute halten muss, es sorgt eben auch dafür, dass Ideen überhaupt geteilt werden, ja. Ne? Weil wenn du weißt, okay, die klauen mir meine Idee, kommst du damit vielleicht gar nicht an die Öffentlichkeit. Genau. Sondern hältst das erstmal geheim. Und ja, da ist natürlich nicht nur das US-Recht, sondern das gesamte internationale Recht irgendwo damit. Besitz und Eigentum ist natürlich auch bei uns so die Grundlage des Rechts, ne? Um es jetzt mal auf das Rechtliche auch ein bisschen zu verlagern. Aber um zurückzukommen zu Huawei, die haben eben mit dem Zulieferer TSMC jetzt nicht mehr so die Möglichkeit, weiterhin Chips geliefert zu bekommen. Genau. Ja. Und die chinesische Regierung hat tatsächlich jetzt ein relativ großes Investment in einen anderen eigenen Chiphersteller, der SMIC, glaube ich, heißt, getätigt. Aber die sind noch auf einem verhältnismäßig alten Fertigungsprozess. Ja. Das heißt, dass Huawei-Smartphones in Zukunft vielleicht sogar langsamer werden, wird man dann sehen müssen. Du wirst halt diese Progression haben. Die werden halt jetzt quasi von allen Zulieferern so nach und nach abgeschnitten. Jetzt bauen sie sich quasi nach und nach ihre eigenen Sachen auf. Auch geistiges Eigentum. Ich glaube auch, die werden deutlich mehr anfangen mit Patenten und nee, mit tatsächlich Industrie. Ist China bereits der Patentkönig. Ah. Also seit mehreren, also ich glaube seit einem Jahrzehnt mittlerweile gibt es kein Land auf der ganzen Welt, was so viele Patente raushaut wie die Chinesen. Wieder was gelernt. Und ja, es ist ein gigantisches Land mit extrem vielen Einwohnern, mit extrem vielen humanen Kapital, ne, das sie haben und auch ja, dementsprechend auch geistiges Kapital, was sich eben dann auch jetzt in diesen krassen Firmen wie Huawei, auch Xiaomi und Co. und auch andere große chinesische Unternehmen. Oppo, ja, BBK, also ist ja Oppo. Alles ist BBK, außer Xiaomi und Huawei. Bist auch du BBK? Womöglich, wer weiß. Und das bringt mich dann auch so ein bisschen zur App Gallery, denn die wächst ja immer weiter. Ne? Mhm. Also das ist, für die, die es noch nicht kennen, Huaweis eigener App Store. Genau. Der wird jetzt immer weiter ausgebaut. Es gibt sogar so eine relativ coole Fragefunktion. Zum Beispiel kann man den direkt den Entwicklern schreiben, yo, ich brauche diese App. Und dann kommt die auf eine Liste und die arbeiten da auch wirklich dran. Also man sieht auch jedes Mal, innerhalb von wenigen Monaten ist dieser App Store auch immer weiter ausgebaut. Also sie versuchen wirklich, ja, eine Alternative zu bieten zu dem, was Google jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich an einer wirklich sehr guten Software-Infrastruktur eben aufgebaut hat. Kommt man natürlich nicht sofort hin. Wie gesagt, hardware-technisch ein überragendes Gerät, das Mate 40 Pro, ist glaube ich auch so unser erstes Fazit. Aber für viele Leute wird es halt einfach keine Alternative sein. Selbst wenn es eines der geilsten Smartphones überhaupt derzeit ist. Also die Kamera zum Beispiel ist sogar wohl die beste derzeit. Ja. Wir haben natürlich das Gerät jetzt erst seit kurzem da. Das macht auch unser Kollege. Genau, das macht unser Kollege Hannes. Der ist wirklich von der Kamera begeistert. Und auch, was ich so im Internet gelesen habe und auch in Test-Samples jetzt schon so gesehen habe, die Kamera ist wirklich, uff, die ist top of the notch. Und da sieht man top of the notch. Sie ist quasi in der Punch-Hole-Notch. Ist auch ganz oben mit dabei. Tatsächlich sieht man da auch wieder, was für gute Software-Algorithmen die Chinesen haben. Also Huawei vor allem jetzt auch. Wenn es um Kameras geht. Denkst du wirklich, dass es die Software-Algorithmen sind oder dass sie das mit Hardware erschlagen? Weil ich glaube tatsächlich, es ist eine Kombination aus beidem. China ist natürlich auch bekannt dafür, für viele Kameras in der Öffentlichkeit. Brauchen sie auch. Burn ein bisschen, denn das System ist natürlich auch auf der Disziplin von vielen aufgebaut und die überwacht man halt am besten mit Kameras. Willkommen zur MBB, dem politischen Podcast. Nicht ganz, den aber China vielen. Nee, wir sind ja alle sinophil tatsächlich, wenn man es so ausdrückt. Aber daran sieht man eben auch die Entwicklung der chinesischen Kamera-Handys und Kamerahersteller, dass sie da einfach sowohl die Sensoren mittlerweile richtig gut drauf haben, aber eben auch die Algorithmen, die Farben. Also quasi, dass sie sehr viel aus dem industriellen Einsatz, den sie einfach in der Überwachung haben, dann quasi in diese Customer-Geräte. Das ist jetzt meine Interpretation, das möchte ich auch gar nicht so groß vorne ranstellen, aber... Das, womöglich. Was halt ich halt immer jetzt gelesen habe, ist zum Beispiel, dass das Tolle an den Google-Handys ist nicht unbedingt die Hardware der Kamera, sondern die Software und die Algorithmen. Das sieht man dann auch selber bei meinem uralten LG G7, mittlerweile uralt. Da knallst du die Software Google Cam drauf und das gibt dir richtig gute Farben. Genau, und das Problem, das halt andere Hardwarehersteller haben, die versuchen es immer mit Hardware zu erschlagen. Also wir verbauen gute Hardware, aber da fehlt es dann an den Algorithmen, um dieses Bild ordentlich zu verarbeiten. Und das ist bei Huawei eben beides. Also da hast du dann wirklich sehr gute
Sensoren, mhm. aber die Software gibt dem Ganzen dann nochmal so einen extra Kick, würde ich behaupten. Also die Farben sind richtig krass. Du hast auch ein ganz, also das ist natürlich auch dem Sensor geschuldet, du hast ein sehr gutes Rauschverhalten mhm. bei Lowlight, aber du musst daraus dann eben auch noch was softwareseitig rausholen und das schafft dieses ja. Handy auf jeden Fall. Ist derzeit meiner Meinung nach auch das beste Kamera-Smartphone, nur eben wegen der Software einem sehr eingeschränkten Kundenkreis mhm. zu empfehlen dafür. Schade. Schade, auf jeden Fall. Damit wir wieder zurückkommen zu unseren Ursprungsthemen, würde ich jetzt einfach nur mal kurz einwerfen. Nvidia hat gestern, mhm. oder beziehungsweise es wurde geleakt, dass Nvidia auch jetzt mal Notebook-Chips auf RTX 3000 Basis rausbringt demnächst. Also überraschend ist es nicht, dass sie es machen, nur wann sie es machen. Ja, halt es ist, wird jetzt zu erwartet laut mhm. dem Leak. Also es hat wieder ein findiger Twitter-Nutzer so ein bisschen gebuddelt und hat das wohl gefunden. Mhm. dass die RTX 3000-Reihe für Notebooks, also die Max-Q-Varianten, mhm. kommen zu CES 2021 raus dann. Also im Januar genau, werden die früher. Vorgestellt. Genau, in der ersten Januarwoche mhm. ist die CES meistens dann wahrscheinlich in digitaler Form, wenn das so weitergeht wie bisher. Ist ja leider davon auszugehen, pandemiebedingt. Aber um zurückzukommen zu Nvidia, die RTX 3000er-Reihe für Notebooks kommt diesmal in zwei Flavors. Hm. Das ist was Neues, nämlich die Max-Q-Varianten hm. waren bei der Turing 2000er-Reihe so ein bisschen beschnitten, meiner Meinung nach, weil die haben viel geleistet, aber sie waren eben beschnittene Varianten der Desktop-Chips, sind Laptop-Chips natürlich meist, aber noch ein bisschen mehr, als eigentlich bis dato bekannt war. So. Es waren halt diese Max-Q Grafikkarten für Notebooks waren halt immer eher auf Effizienz ausgelegt und auch auf Akkulaufzeit. Die genau. waren jetzt nicht Vollausbau im Sinne von volle Leistung. Da gab es dann tatsächlich manchmal noch die Varianten ohne Max-Q. Die waren dann wirklich für hohe Leistung. Mhm, aber meistens wurden eben die normalen Max-Q. Die Max-Q wurden sehr häufig verbaut, einfach weil sie ein schöner Kompromiss eben aus Leistung und genau, Effizienz sind. Genau, da hattest du ungefähr so die RTX 2080 war auf Niveau der Desktop 2070. Genau. Also als Max-Q dann im Notebook. Was schon beeindruckend ist trotzdem. Ja. Aber es geht natürlich auch noch mehr. Und neben diesen Max-Q-Varianten kommt jetzt eben auch noch eine Max-P-Variante. Mhm. Die soll dann eben noch ein bisschen mehr Performance bieten. Was ich jetzt ein bisschen erstaunt hat in dem Leak, ist, dass sie nur für die 3060 rauskommt. Denn in dem Leak war mhm. die 3080, die 3070 ganz normal als mhm. Max-Q ausgegeben. Aber dann eben noch die 3060, einmal als Max-Q und einmal als Max-P. Also quasi die schwächste Variante gibt es dann auch noch in ein wenig stärker. Genau, genau. Ob die dann an die größeren Max-Q-Varianten rankommt, müsste man sehen. Also ich denke, diese 3060 Max-P würde vor allem für so Gaming-Notebooks der Einsteigerklasse oder vielleicht der mittleren Klasse, wie jetzt das Acer Nitro oder so, in Frage kommen, wenn man da... Ja, du hast das könnte ich mir tatsächlich in so ganz vielen Einsteiger-Gaming-Notebooks vorstellen, die nicht sonderlich teuer sind, aber so ein bisschen so einen Einstieg bieten, so für 600-700 Euro. Ja, eher so um die 1000, glaube ich. Also bei vielleicht... Also die 2060 kriegst du auch nicht unter einem Tausi, glaube ich. Minimal so 900 Euro derzeit. Also ich denke, die Max-P-Variante wird dann nochmal so ein bisschen was draufsetzen. Die kriegst du dann für 1,3 oder so. Okay. Bevor, also, weil derzeit ist es meistens so, du kriegst halt so bis 1.100 Euro kriegst du eine 2060 und dann geht ab 1.500 geht die 2070 los. Ich denke, Nvidia will da einfach nochmal so ein bisschen einen Zwischenschritt bieten mit der Max-P-Variante der 3060. Was ja zurzeit sehr viele Hersteller versuchen, halt mehr Produktkategorien für jede Preisklasse ist was genau, dabei. Um es volkswirtschaftlich auszudrücken und auch ja, volkswirtschaftlich Preisdifferenzierung am Markt. Genau das zu machen. Um von den schön berechneten Gaming-Welten jetzt mal wieder zur auch nicht minder schönen Hollywood-Welt zu kommen. Mhm. Streaming-Dienste sind natürlich jetzt während der Pandemie klar im Aufmarsch. Und was jetzt auch rauskam letzte Woche ist, James Bond, der neueste, kommt tatsächlich auf einem Streaming-Dienst, bevor er ins Kino kommt. Wohl. Also soll. Soll wohl. Also das Problem ist ja, dass würde man jetzt wirklich so einen AAA-Film rausbringen, der würde natürlich kaum was einnehmen, weil die Leute weder nicht ins Kino können, weil die Kinos zu sind oder weil sie nicht oder nicht so viel ins Kino gehen, weil Bedenken und Pandemie. Mhm. Ist auch okay, aber es wird sich halt einfach finanziell nicht lohnen. Du würdest dir selbst ins Bein schießen. Die Idee wäre natürlich dann, du verkaufst den Film an die Streaming-Dienste für eine möglichst hohe Summe. Oder du machst ihn halt als Pay-Per-View über die Streaming-Dienste. Genau. Ne? Das hat ja Disney versucht mit Mulan zeitweilig. Genau. Hatte keine so gute Resonanz. Hatte keine gute Resonanz. Ich wüsste auch nicht, du kannst bei Amazon eben noch Filme kaufen und Netflix ist ja Flatrate-Basis. Mhm. Und zurzeit versucht man
also scheinbar ist es rausgekommen, dass man versucht, den neuen James Bond an den meistbietenden zu verkaufen, tatsächlich an den meistbietenden Streamingdienst. Und das kann interessant werden, weil es wäre jetzt wirklich der erste richtige Triple noch mehr Ace Film, der dann nicht ins physisch ins Kino kommt, sondern hauptsächlich neben digital. Mulan, ne? Also ist ja auch ein Triple A Film gewesen. Ja, aber der war nicht gut. Habe ich nicht gesehen. Der war nicht. Habe ich mir nicht angetan tatsächlich. Tenet war jetzt auch von Christopher Nolan der letzte große Film, der so ins Kino kam. Er ist ja auch ins Kino gekommen. Und getankt, also hart gefloppt der Film. Also sehr wenige Zuschauer, logischerweise ein geringes Einspielergebnis. Da das Konzept Kino und Massenkino und damit Geld zu verdienen funktioniert halt während der Pandemie nicht. Was aber fast jeder macht, ist halt streamen. Drum ist der Schritt schon logisch, dass man dann gleich zu streamen geht, bevor man sich diesen Hustle mit Kinos macht. Es ist natürlich auch irgendwo tragisch, dass diese Institution Kino, die wir jetzt seit über 100 Jahren kennen, jetzt wahrscheinlich immer mehr am Untergehen ist. Ne? Also Home Entertainment wird immer größer, logischerweise. Ich habe auch einen fetten Fernseher zu Hause, wie jeder, glaube ich, von unseren Kollegen mittlerweile auch. Oder ein Beamer oder was auch immer. Wenn man so ein bisschen cineastisch drauf ist, holt man sich sowas halt. Und es wird auch nicht aus... Also Kinos als waren, Event, glaubst du, stirbt nicht aus? Kinos werden wahrscheinlich nicht aussterben. Die waren eh ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil halt immer mehr Leute daheim gucken. Aber ich glaube, es wird immer Kino geben, einfach als Eventcharakter. Aber halt nicht mehr so viele, nicht mehr, dass in jeder Stadt 4, 5, 6 Kinos sind, sondern ist halt in der Stadt dann 3 oder 2. Und die sind dafür dann wahrscheinlich irgendwelche dicken IMAX oder Schlag mich tot. Ja, ich hoffe ja eher, dass es mehr so in die Richtung Programmkino geht. Wäre also schön, wäre zu hoffen, aber ich... Das sagt mir mein Bauchgefühl, dass die Welt leider nicht so cool ist. Dass die als Erste sterben. Die haben wahrscheinlich die geringsten Reserven, wobei zum Beispiel die York-Reihe hier in Berlin sind auch eher Programmkinos und das sind halt mittlerweile auch ein Franchise. Ne? Also die haben, ich weiß nicht, 20 Kinos hier in der Stadt ungefähr. Und da kannst du echt qualitative Filme sehen. Ich will jetzt gar nicht Werbung für die machen, aber ich hoffe sehr, dass die Leute eher dann in solche Kinos gehen und sich vielleicht schöne, gut gemachte Autorenfilme ansehen. Natürlich. Als den weiteren Disney- Kram, der halt von der Stange irgendwo produziert wurde und so weiter. Ja. Es ist halt interessant, dass jetzt wirklich dieser Schritt auch kommt, Filme, die produziert wurden, auch mit viel Geld, dass man da wirklich jetzt überlegt, ob man das Kino gleich von vornherein weglässt und gleich zu digital geht. Es ist halt die Frage, wie das, ob das dann mehrere machen und ob das dann eben auch bleibt, also nach man wird der Pandemie. Vielleicht, aber man wird halt nicht dieselben Zuschauerzahlen logischerweise erreichen, denke ich, wie im Kino, weil du halt... Andererseits, jeder mit dem Internetzugang kann dann einfach... Über Flatrate, ja, aber wenn du es halt verkaufst, nein, würde ich behaupten, denn Kino ist, wie gesagt, ein Event-Charakter. Du kannst dich auch nicht mit so vielen Freunden jetzt treffen und einen Film gucken während der Pandemie. Also das macht man eher so zu eins, also als ein Haushalt oder maximal 2 Haushalte hoffentlich. So, damit hatten wir jetzt tatsächlich wieder 2 Ausflüge in die Welt der Technik und einmal ganz, ganz neu in die Welt des Films. Und kommt vielleicht demnächst mal öfter vor, ja, falls ihr da Bock drauf vielleicht habt. Vielleicht werden wir NBB, der Filmgeflüster-Podcast. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja auch irgendwo was, was uns tangiert, weil jeder guckt auf seinem Notebook über Netflix oder eben über Amazon Prime. Es ist halt eine digitale Entwicklung, die kann man nicht komplett ignorieren, auch wenn es nicht ins Technikfeld per se fällt. Also es ist kein Hardware-Technik-Ding. Wobei, also Filmschaffende würden da widersprechen und sagen, alles, was wir machen, hat mit Hardware zu tun. Ich meine, wir filmen ja auch auf Filmhardware irgendwo. Ja, aber es ist eher Netzkultur. Ja, auf jeden Fall. Und die soll ja hier eben auch besprochen werden. Deswegen haben wir das dann mit reingenommen. Falls es euch gefallen hat, könnt auch gerne öfter über Filme reden. Ja. Könnt auch schreibt es mal in die Kommentare, falls euch das irgendwo interessiert. Wir sind nämlich beide riesen Filmnerds. Und würden da auch gerne weiter drüber quatschen. Ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne die Glocke drücken oder ein Like da lassen. Ihr könnt auch alle möglichen Anregungen in den Kommentaren hinterlassen oder wie auch immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne uns disliken und so weiter. Ihr könnt auch, wenn ihr uns nicht mögt, trotzdem liken. Ja. Gut. Ja, damit wäre es das von unserer Seite und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.